Ja, das weiß ich, aber das mit dem Garten war mir nicht mehr bewusst. Ahnungsvolle Frucht. Furcht? Okay. Okay, wo brauchst du denn Hilfe? Erinnerst du dich noch an diesen Grobian Raditz? Vielleicht kannst du mir ein paar Teile aus seiner Raumkapsel besorgen. Raditz, du meinst den Bruder meines Vaters? Ja, daran erinnere ich mich. Er hat mich entführt. Genau, ich weiß, dass vielleicht ein paar schlimme Erinnerungen hochkommen lassen könnten. Aber ich brauche Teile aus dieser Raumkapsel. In dieser Schrottmühle befindet sich Alien-Technologie, die viel fortschrittlicher als das ist, was wir haben. Ich habe ein paar Leute aus der Capsule Corporation gebeten, mir mitzubringen, was sie finden können. Aber das reicht nicht. Du möchtest also, dass ich alles finde, was sie übersehen haben und es dir bringe. Du hast ja meine Gedanken gelesen. Auf jeden Fall verstehst du die Leute viel besser als dein Vater. Okay. Gut. Hey there! Oh. Oh, ist hier eine Küche? Nee, Labor. Gibt's aber nichts zum Mitnehmen, schade. Typ 7 Kapsel. Wie gesagt, müsst einfach meine Frisur tragen. Da habt ihr erstmal jetzt so 3 bis 4, 8 Wochen keinen Stress. Einfach Kahlschlag. Einfach mal machen. Friseur ist aber auch echt so unnötig, so dass die überhaupt noch aufhaben bei dem Menschenkontakt. Better head back. Ja, einfach kurz Kopf unter dem Wasser und fertig. Einfach kurz unter dem Duschkopf, einmal. Skalpieren hilft auch, kann man hinterher wieder draufsetzen. I can see a village. I wonder what's there. Oh, da hinten ist ein Turm. Adalas, ja, das ist. Boah, die Friseure haben geschlossen, erstmal Adalas. Das wird helfen. Das finde ich gut. So ändert die Lösung. Kein Key mehr, egal, dann schlagen wir ihn einfach tot. Waterboarding, um den Leuten auszutreiben, den Gedanken zum Flirt zu sehr zu gehen. Ist gerade die Batterie leer, man hört es wirklich so. Gibt es dafür irgendeine Belohnung, wenn wir die ganzen Türme zerstört haben? Ich hoffe doch. Aber das hilft auch gegen dumme Menschen, habe ich gehört. Weil sie von der Katze aus dem Bett getreten wurden. Oder zu wenig bewegt.
Ich habe auch schon überlegt, ob ich jetzt, da ich ja nicht mehr arbeiten darf, Blut spenden gehe, aber das ist ja auch so eine Sache, das wird wahrscheinlich aktuell nicht machbar sein. No, 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 no! Entschuldigen Sie bitte. How's that? Am Team Rocket. Ja, war richtig. In Dragon Ball, in Pokémon. Und hier war es die Red Moon Mami. Verlass dich aus nicht, aber ich will Blut spenden. Ja, ja, Bulma, gleich, gleich. Ich muss kurz hier noch die Türmchen zerstören. Okay, das war's. Okay. I think I can handle this. Oh, hier alle. I think I can handle this. So, da links haben wir einen leichten Turm. Und dann können wir hier Raditz Raumkapsel ausschlachten. I think I can handle this. Was? Muckel, klingt dann teuer. Weil die Spritpreise sind aktuell auch gesunken, oder? Wenn ihr das richtig gesehen habt, so ein bisschen. Was meine ich wieder gerade aktuell bei 1 Euro für Diesel? Ich habe, glaube ich, für beim letzten Mal tanken, das war noch vor dem großen Chaos, 1,06 Euro pro Liter bezahlt. So, auf zur Mission jetzt. Wir haben die Türme zerstört. Was auch immer mir das bringt. So. Super Plus ist abends bei 1,25. Das kostet, hat Diesel gekostet, als er teuer war. Ich habe halt die Benzinpreise null vor Augen.
Ich guck halt nie die Benzinpreise an. Weil ich es ja nicht brauche. Aber 1,17 Euro, das ist ein Dieselpreisniveau. Tank zu Zeit zur Karte und guckst ja auch den Preis, okay. Von 1,62. Ei, ei, ei. Hey there! Okay, ich hab Eisen erhalten. Mal sehen, was ich finden kann. Hallo. Mysteriöser Chip. Da bin ich wieder, Bulmer. Ich habe mir den Bereich angeschaut, den du erwähnt hast, und hab das hier gefunden. Bulma hat einen geheimnisvollen Chip gegeben. Am besten ist immer noch das Fahrrad. Ja, wenn man... Ja, einfach ja. Einige der Schaltkreise sind durchgebrannt. Tja, soweit ich das sehen kann, wird dieser Chip zum Aufnehmen von Übertragungen verwendet. What? ...30 Kilometer mit dem Fahrrad, ja, bist schon gut, wenn du gut bist, eine halbe Stunde unterwegs. Wenn du richtig gut bist. Ja, das bedeutet, dass ich auf diesem Ding interessante Informationen befinden dürfte. Mal sehen, ob ich da was wiederhergestellt kriege. Also ich habe wiederhergestellt, was möglich war. Wow, das ging ja schnell. Leider konnte ich nicht alle Daten von diesem Chip retten. Aber ich war imstande, Teile einer Audioaufnahme wiederherzustellen. Klingt wie ein Gespräch. Ein Gespräch? Was für ein Gespräch? Ich spiele es dir vor. Wie ich hörte, hat Lord Zer ein Auge auf diesen Planeten. Verliert sofort das Interesse. Ganz bestimmt. Das heißt, wir müssen umherfliegen einen anderen Planeten? Ich bin es leid, wir, seine Diener. Das könnte Chance zeigen, was Saiyajin wirklich drauf haben. Das Free vor uns verbeugen. Hehehe. Worüber haben sie sich unterhalten? Right. Ich bin mir nicht sicher. Was auch immer es war, es klang nicht sonderlich angenehm. Right. Der ist zu Recht. Aber eigentlich ist es auch egal. Immerhin war das alles Alien-Zeug. Das hat alles nichts mit uns hier auf der Erde zu tun. Ja klar, das hat nichts mit uns zu tun. Nein. Aber die Sorgen, die sich Son Gohan und Bulma gemacht haben... waren auf keinen Fall unangebracht. Worüber hatten sich diese Personen auf der Aufnahme unterhalten? Das sollte schon bald klar werden. Ja, ich fahre 4-5 Kilometer zur Arbeit mit dem Fahrrad und das sind so 10 Minuten. Ja, das wäre doch ein ordentliches... Guck mal, und dann musst du ja 1,6 Kilometer bergauf, aber dann kannst du auch einfach abends dich aufs Fahrrad setzen und 1,6 Kilometer runterrollen. Oder morgens. Ist doch super. Die ganze Zeit auf der Stelle fährt. Dabei schön durchrufen und die Hände in die Luft. Oh.
das noch eine Nebenmission? Das ist ziemlich cool. Wenn du mit dem Fahrer geblitzt wirst, ist das schon ziemlich cool. Ihr wohnt ja alle ein bisschen südlicher. Bei mir ist ja alles so fahrradmäßig sehr flach, aber ihr habt ja ein bisschen mehr Gelände. Bisschen mehr hoch, bisschen mehr runter. Okay, Nebenmission ist drin. Okay, ohne Helm ist dann schon ganz schön mutig. Bulma hat noch was von zu tun. Alles klar bei dir, hä? Oh ja, erinnerst du dich noch an dieses Gerät, die die Saiyajins am Kopf hatten? Ich habe an einen davon ein bisschen rumgebastelt und es repariert, oder zumindest dachte ich das. Stimmt was nicht damit? Naja, es wird verwendet, um die Stärke des Gegners zu messen. Aber ich erhalte selbst jetzt einen Wert. Und dazu noch einen ziemlich hohen. Aber auf der Erde gibt es nur wenige, die so etwas hervorrufen könnten. Das bedeutet, dass das Ding doch im Eimer ist. Hey, ich weiß, Juan. Geh doch einfach mal die Quelle der Stärke untersuchen. Dieser Messwert übersteigt Munden Rochis Kräfte bei Weitem. Das kannst nur du schaffen. Okay, ja. Bitte, ich könnte deine Hilfe wirklich brauchen. Hinweis. Oh, ich habe den Hinweis nicht gelesen. Okay. Ja. Go for it! Jetzt gehen wir mal gucken, was da los ist. So, Weltkarte. Naja, wie sollen die das E-Bike auch nachverfolgen? Das ist ja auch ein bisschen schwierig, oder? Das Luckerdorf. Olivendorf. Ja, oh ja, Chatroy, ich bin ja auch hier. Schleswig-Holstein ist ja auch, Berge so... Nö. Ja, bei uns die Werkstatt hatte mal... Beziehungsweise das Service Center in Dortmund hatte mal ein E-Bike da, das ist 75 km/h gefahren. Das hatte Bosch-Motor. Halt auch Chip-Tuning. Hey, ist das nicht? Oh, das ist die Quelle der heftigen Kraftwerte. Lieber eliminieren, ist so. Ja, ist halt auch illegal, wenn du das so fährst. Das E-Bike unterstützt ja, glaube ich, auch nur bis 25. Unterstützt in der Regel auch nur bis 25 km/h. Du kannst dann zwar noch schneller fahren, das ist ja kein Problem, aber der Motor darf nur bis 25 km/h unterstützen. Ja, weil normale Radfahrer fahren ja teilweise schon einfach 25, 30 km/h. So im normalen Straßenverkehr. E-Bike ist es da meistens auch nicht mehr. Ist halt wesentlich einfacher das Fahren, weil du dich nicht so anstrengen musst, weil du einfach die ganze Zeit quasi geschoben wirst. Right. That should...
Alle erledigt. Was ist das? Sieh das da an. Gemüse. Ich habe noch nie so frisches Gemüse gesehen. Ich will nicht, das ist verdirbt. Also nehme ich es vielleicht einfach mit nach Hause. Hochwertige Möhre erhalten. Die Möhre wird Mama bestimmt gefallen. Moment, was wollte ich nochmal? Ah, Bulma erzählen, was passiert ist. Verstehe, die Pflanzenmänner waren also der Grund für diese Stärkeanzeige. Aber ich frage mich, warum sie überhaupt da waren. In der Nähe des Saiyajin-Raumkapsel gefunden. Einige Samen übrig, die sich auf den Boden gefallen und gewachsen sind. Verstehe. In der Nähe gab es doch auch Gemüse, oder? Vielleicht ist damit auch ein Wachstumsverstärker in Kontakt gekommen. Auf jeden Fall bin ich froh, dass du dich um sie gekümmert hast, bevor sie irgendwelchen Ärger machen konnten. Thanks. Danke! Okay, Luni, heute nicht. Du, Pflanzenmann. Ah, Pflanzenmann ist auch Koch. Weil er was zu essen ist, wahrscheinlich. Glad I was able to help out. Selbstzerstörung? Schöne Kombi. Wutraum? Was wäre ein Wutraum? Ich bin mal als Kind bei einer Ratte mit meinem Opa im... Mavi braucht auch so einen Wutraum. Das ist bestimmt sowas, wo man reingehen kann und Dinge zerschlagen und zerstören kann. Die verhassten Nachbarn zum Beispiel. Boah, bei Son Gokus Haus ist noch eine Nebenmission. Was ist denn hier los? So viel zu tun. So kommen wir nie nach Namek. Okay, okay, cool. Okay, es ist beides hier. Ist das nicht hier Tau Bai Bai als Cyborg oder sowas? Hey! Meister Shen! Komm her! Leute. Hey! Son Gohan? Bleib zurück, Son Gohan. Deine Mutti kümmert sich um diese Gangster. Meister Shen, Tau Bai Bai. Weltbester Meuchelmörder. Okay, ist er wirklich. Was will der Kranich? Du Idiotin. Wir bieten euch unseren Schutz an. Ganz genau. Ich, Tau Bai Bai, der größte Killer der Welt, werde euch beschützen. Und das für nur 1000 Seni. Ein kleiner Preis dafür, dass ihr ruhig schlafen könnt. Darauf fallen wir nicht rein. Schutzgeld. Ryo, danke schön fürs Hosting und willkommen. Du willst doch nur unser Geld. Tut mir leid. Aber Ganoven wie du kriegen unser Geld nicht. Alles klar. Tja, ich bin vorhin auf einige Monster in dieser Gegend gestoßen. Sahen ziemlich furchterregend aus. Es wäre wirklich ein Jammer, wenn sie unschuldige Leute wie euch angreifen würden. Wir fallen nicht auf eure Tricks rein. Sie reden Blödsinn. Komm, Son Gohan.
Mama sagt, sie wollen uns reinlegen, aber ich spüre wirklich was Böses in der Nähe. Was ist los, Junge? Angst? Nein, ich habe keine Angst. Ein bekanntes Gesicht. Hau bei und der Herr der Kraniche möchte ihren Schutz anbieten. Zeig ihnen, dass du so etwas nicht brauchst. Hinweis, verfügbar nach Abschluss bestimmter Nebenstories. Warum hat er so einen fancy Helm mit so Leuchteraugen? Ich komme schon mit diesen Monstern klar. Du? Du bist doch nur ein Kind. Nur zu, zeig mir, was du auf dem Kasten hast, obwohl du eigentlich nur sehenden Auges in den Ton stürmst. Ich werde nicht verlieren. Ja, habe ich vergessen. Ach, auch wieder Pflanzenmänner. Okay. Machen wir platt, die kleinen Schrägers hier. Oh, Lilly, hi. Oh, hab ich beide getroffen? Ah, okay. Ja, also an Dragon Ball kann ich mich auch nur ganz schwach erinnern. Dr. Gero, ja klar. Das ist ja noch wesentlich aktueller. Ab nach Hause, erledigt. Er hat wirklich gewonnen? Unmöglich, das kann nicht sein. Wieso weinst du denn? Die glauben, dass ich die Monster gar nicht besiegt habe. Unfug, was für ein Unfug. Ich weiß nicht mal, ob ich mit dem Viechern fertig werden könnte. Tja, bitteschön. Ich wusste es. Du wolltest doch einfach nur unser Geld nehmen und dann verschwinden. Es hatte die... Rio, was? Die Leute die Situation noch nicht begreifen, nur weil die Kneipe eher zumacht. Dass eine Kneipe überhaupt noch aufmacht, erstaunt mich. Ha, er blufft. Irgendwie kommt er dir bekannt vor. Sag mal, Junge, wie heißt dein Vater? Mein Papa ist von Goku. What? Das bedeutet das? Ich bin seine Frau. Aber das kann man vergessen. Ich werde mich von dieser Freak-Fabrik fernhalten. Tada! Sowohl Training wie auch... Oh! Mir ist gerade eingefallen, dass ich was erledigen muss. Immer los, Brudi. Wohin gehst du? Oh, well. Okay. Dich im Kampf in Zukunft zu unterrichten. No, nee, ich habe nicht gesagt, dass. Okay. Oh, Looney, sind sie aus dem Wutraum zurück?